So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, und zwar spielen wir auf der 1.9 hier Skywars, aber mit 60 FPS in-game auch, aber mit einer verringerten Sichtweite, ja, 8 Chance noch. Aber ja, 3 Sekunden geht's los, so 3, 2, 1, werde ich ja gleich sehen, ob ich hier, vielleicht habe ich Glück und eine Enderperle, dann kann ich mal zu den Gegnern und kann ich zeigen, man hat hier, wie gesagt, es chillt jetzt in der 1.9, ich denke, das kennt ihr, das kennen einige von euch schon, Schild, man hat, diesen, ich sage jetzt mal, theoretisch gesehen, kurz mal gucken, Grafikeinstellung, diesen Hit-Cooldown, der auf Gomma aber ziemlich gering ist, das, also, man konnte auf Gomma das Ganze durch User-Votes am Spawn entscheiden, ob das Ganze verändert werden soll, beziehungsweise wie das Ganze verändert werden soll, und da sind viele, glaube ich, schon mit der Einstellung da reingegangen. Ja, ich bin etwas müde, weil es ist jetzt gerade schon 4.13 Uhr. Sind viele, ja, man kann, wenn man Schild in der Hand hält, natürlich auch nicht bauen. Ist ein bisschen logisch, weil kein Mensch kann bauen, wenn er so ein Schild in der Hand hält, weil so ein Ding ist ganz schön schwer. Komm. Ich hatte gehofft, dass ich gleich gekillt werde irgendwie. Aber ja gut, der Typ, der wird sich gleich seinem Leben nicht mehr froh. Ja, da haben wir ihn gekillt. Und haben einen extrem geringen Hit-Cooldown gehabt, von dem man jetzt gar nichts gesehen hat. Ja, den haben wir auch noch mitgenommen. Und auf Gomma gibt es halt, oh ja, da, der ist sogar vor uns noch gestorben. Haben wir 2 Kills gemacht und, der hat noch ein halbes Herz. Ich dachte, ich habe ihn gekillt. Ja, packen wir etwas die Todesanzeige. Auf jeden Fall, hat man, seht ihr da oben rechts auch diese, Fähigkeitsanzeige. Was das Ganze hier wird, ich hoffe, ich kann noch ein paar Runden spielen, aber ja, mal gucken. Also, das ist sozusagen, jetzt seht oben links die Version, das ist die 1.9 Vanilla auf dem gomma.net Server. Und ja, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Ja, also außer 1.8.9 werden wahrscheinlich eher weniger Aufnahmen in nächster Zeit kommen. Ich probiere die hier 1.9er zu bringen, aus dem Grund, da man die persönlich auch relativ viel Spaß macht auf anderen Servern, auch wo der Cooldown meiner Meinung nach, ich sag jetzt mal, vielleicht vernünftig eingestellt ist. Können wir jetzt mal gucken, ob der jetzt, oh, der hat gerade so geschafft, sich in die Mitte zu teleportieren. Aber auf jeden Fall, wo der Cooldown noch richtig an ist und so weiter und so fort. Und ja, das war jetzt mal nur so ein kurzer Einblick. Und also bei 1.8.9 wollte ich noch dazu sagen, aus irgendeinem Grund, ich habe mal Windows 10 installiert und neuerdings habe ich deshalb, ich sag jetzt mal, in Minecraft noch so wenig vergleichsweise. Ich habe normal vor der Installation von Windows 10 hatte ich so um die 170 bis 180 FPS, aber jetzt habe ich nur noch die Hälfte, und also beim Aufnehmen ist dann immer circa ein Drittel. Ja, super, der hat da gerade einen mit Eiern gekillt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da im Weitwinkel. Und der überlebt es anscheinend, aber auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Habe ich mich gerade dadurch ablenken lassen. Dass die FPS, denn beim Aufnehmen hatte ich sonst 60 FPS. Waren ja schon schön und toll, aber jetzt habe ich halt 30 FPS gehabt, und 30 FPS, da kann es denn sein, dass bei mir in-game leckt, und dann seht ihr von mir nur ein grottiges Gameplay, das vielleicht sogar zwischendurch noch leckt. Und ja, deshalb bringe ich eher so 1.9 ohne, beziehungsweise könnt mal kurz gucken, ich glaube, habe ich ein Ressource-Pack? Ne, ich habe hier nur, hier seht ihr meine ganze Ressource-Pack. Aber die sind alle halt nicht für die, ich sage jetzt mal, 1.9 zugelassen, aber man kann ja theoretisch damit spielen. Ich spiele jetzt diesen, ja, und dann drücken wir mal auf fertig, und sonst wird die ganze Welt jetzt wieder im wunderschönen Ländeleiten.
Ach so, das ist immer ein Mittel angezeigt, aber ich weiß nicht. Wir können ja damit mal. Da oben seht ihr jetzt dieses komische Zeichen, ist halt noch das alte, die Unsichtbarkeit. Ich hab mal wieder raus. Hoffe, dass eine weitere Runde frei ist. Naja. Ob die Fallen hast du hier nicht drin, Erwina, doch, wenn du es die ganze Zeit denkst. Ich suche eine Runde. Da ist Silvester. Joinen wir mal in Western rein und gucken mal, ob hier alle Items, ja, es sind halt die gleichen als Western. Ich überlege, weil Western lohnt sich eigentlich eine Enderperle nicht wirklich. Also in der 1.9er Version ist auf Gomme sind ja alle, auch alle Kids einmal freigeschaltet. Weiß ich, was für ein Kid ich jetzt hier wählen werde. Vielleicht, keine Ahnung, auf 1.9 Creeper, Bauer, Knüppel. Ich glaube, Knüppel macht sich auf der Map ziemlich gut. Wo ich mich eigentlich mittlerweile an das Assassinen gewöhnt habe, weil ich damit meistens spiele. Ja, aber ich wähle mal hier Tank aus. Und hier könnt ihr mal kurz mal Stats sehen. Naja, gut luck. Also es sind die Stats in der 1.9er Version. Habe ich hier seht ihr 12 Spieler, eins davon gewonnen. Und 11 gilt. Ja, pro Spiel jetzt. Nicht ganz ein Kill, aber fast. Geht ja. Ja, so, zack, da. Seht ihr, ich habe einen Fehler gemacht. Hä, da hat man eine Wasserflasche. Ach so, da hat man anscheinend irgendeinen Trank im Inventar. Und ich glaube, Tränke werden hier in der 1. Alles klar, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber der mit mir im TS war, der ist ausgetimt. Ist jemand anders gewesen? Ach so, oh, dann ist jemand anderes. Ach so, dann war noch ein weiterer im TS. Na, jetzt hört meine Stimme gerade ganz kotzig, aber egal. So kurz die Wasserflaschen gönnen. Dann werden wir gleich mal darüber gehen. Und was man jetzt auch macht, glaube ich, man setzt Blöcke in der 1.9 automatisiert schneller. Ich weiß nicht, was der jetzt machen will. Schneebälle kann er ja nicht haben. Da haben wir ihn auch runtergehauen und er trifft die Enderperle nicht. Nice. Ach so. Also Schild wird anscheinend auch ganz normal in Dandelion angezeigt. Gibt keine Probleme mit. Von daher nutze ich mal das Check-Check-Pack hier weiter. So kurz wieder raus haben. Ich zeige euch das gerne mal. Seht ihr mal, wie leer der Gomme. Also der größte deutsche Minecraft-Server. Also der Welt. Ja, der größte deutsche Minecraft-Server der Welt. Ist logisch. Also viele Deutschlands gibt es glaube ich auf der Welt nicht. Können ja mal googeln, wie viele Deutschlands auf der Welt gibt. Und wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr auch mal die Anzahl dessen in die Kommentare schreiben. Wenn es sowas wirklich gibt, Orte oder Städte oder was ich nicht was. Deutschland. Guck mal hier, nur 4 Spieler auf der Lobby und das ist doch mal ein Luxus. Dann gehe ich aber mal kurz gucken, ob ihr vielleicht noch eine Runde Survival Games dranhängen können. Eine Runde Survival Games, ja klappt nicht. Aura möchte ich auch nicht spielen. Aura ist nicht so ganz so mein Fall. Ja, ich würde sagen, hier schafft man, also wie gesagt, immer nur eine Runde voll. Ja, da ist gerade eine Runde voll geworden, da bin ich nicht mehr mit reingekommen. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich hiermit fürs Zusehen. Achso, ich kann euch mal kurz zeigen, am Spawn von Gomme ist jetzt so eine Abstimmung. Und da habe ich, also da kann man hier abstimmen. Und zwar den Cooldown kann man die Kategorie Cooldown an, Cooldown aus. Ich glaube, man konnte erst entscheiden noch, ob der Cooldown verringert werden sollte. Und da wurde er erst so oder verringert, glaube ich, dass der gar nicht mehr vorhanden war oder so. Also fast gar nicht mehr vorhanden, einem vorkam, so wie jetzt gerade. Da klicke ich immer auf Cooler an. Und hier sollen wir Schilde in die Kisten von SG Skywars packen. Habe ich ja bitte, weil Schilde sind ja eigentlich recht
praktisch, und sollen die Spieler von euch weggestoßen werden, und wenn ihr gegen sie lauft. Und da gibt es Nein sollte für alle aus sein, Nein für Teammates bitte nicht, und ja, das ist okay. Da stimme ich auf Nein für Teammates bitte nicht, weil ist relativ bescheuert, wenn man gegen Teammates läuft. Wenn das Ganze. Oh, ja gut, da sind wir auf 2 Druckplatten gekommen. Wenn das Ganze dann da auch wirkt, sage ich jetzt mal. Jo. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen oder Tag, ja. Und sage damit blubbidi blubbidi blubbidi.